für die nette Einführung. Wir haben ja ein bisschen überlegt, auch mal für unsere Leute in der Charité auch mal Fortbildung zu machen und nicht nur auf den Kongressen. Sie wissen ja, da ist ja auch mal viel Aktivität. Wir hatten jetzt gerade den ISTH in Berlin, den größten Gerinnungskongress der Welt, erstmals in Deutschland, waren ja auch 11.000 Leute. Viele der neuen Entwicklungen wurden da auch vorgestellt. Wir versuchen ein bisschen praxisnah für Sie einige Themen, die die NOAX natürlich betrifft, auch Ihnen darzustellen. Ich werde mich im ersten Teil vorwiegend auf die venösen Thromboembolien etwas konzentrieren und Ihnen, sag ich mal, einige wichtige Aspekte, gerade Diagnostik und wie gehe ich dann in die Therapie rein, kurz vorstellen. Was haben wir da auch als Evidenz? Und vielleicht auch nochmal zu dem Begriff, ja, NOAC oder DOAC. Was ist Ihr Favorit? Wie nennen Sie das? Verwenden wahrscheinlich auch beide Begriffe, ne? DOAC, NOAX oder es geht ein bisschen querbeet. Nun, ich will es Ihnen gleich mal die Auflösung geben. Den nicht-Vitamin-K-abhängigen oralen Antikoagulantien wurde 2014 nochmal definiert. Da sollte aus dem Neu nicht mehr neu werden, sondern praktisch die nicht-Vitamin-K-abhängigen Vitamin-K-Antagonisten entstehen. Da ist nochmal dieser Begriff geprägt worden. Trotzdem ist jetzt die Tendenz wieder, direkte orale Antikoagulantien zu sagen. Also wir haben wieder einen kleinen Switch. Sie werden es auch sehen, in der nächsten Hämostasologie wird das Ganze also als DOAC bezeichnet werden, sodass man international da wieder ein bisschen angleicht. Also beide Begriffe sind legitim. Gut, das ist noch die Disclosure, sollte man immer anführen, nicht, dass man denkt, man vergisst was. So, zur tiefen Beinvenenthrombose möchte ich einfach ein bisschen Diagnostik- und Therapiestrategie, sagen wir, aus klinischer Sicht nochmal zusammenstellen. Sie wissen, 2015 gab es nochmal ein Update der nationalen Leitlinie, AWMF nachzulesen, die S2K-Leitlinie. Frau Temke wird nachher auf die Prophylaxe S3 auch ein bisschen mehr eingehen und dann auch ein bisschen zur Diagnostik-Therapiestrategie, auch zur venösen Seite der Lungenarterienembolie. Und dann, wie starten wir denn mit Antikoagulantien? Und da werden Sie sehen, wir haben ein großes Portfolio bekommen, so muss man es wirklich sagen, mit dem man starten kann und wo vieles eben auch miteinander kombinierbar geworden ist. Und das werden wir Ihnen auch zeigen. Und es gibt auch Unterschiede zwischen den NOAX, das werden wir sicherlich auch noch sehen. Nun vielleicht mal das gleich zum Anfang. Hier diese angesprochene AWMF-Leitlinie. Viele kennen es oder sollten es kennen. Ich kann es nur immer empfehlen, gerade wenn wir auch im Gerinnungsrufdienst gerufen werden, die Stationen, die öfters mal mit einer Thrombose zu tun haben, gerade im operativen Bereich, vielleicht mal so einen Score irgendwo abrufbar zu haben. Das macht Sinn. Man kann in sehr kurzer Zeit schnell prüfen, welche Kriterien sind erfüllt für das Vorliegen einer venösen Beinvenenthrombose. Und Sie sehen, bevor ich überhaupt an eine Labordiagnostik denke, ist erstmal die Klinik entscheidend. Ja? Also wir diskutieren nicht, ob ein D-Dimer über einen bestimmten Schwellenwert ist oder drunter. Ich sage Ihnen auch gleich warum, sondern wir wollen wissen, gibt es klinische Zeichen, die das Vorliegen einer Thrombose uns bestätigen oder vorhersagen? Und da gibt es eine ganze Reihe von Sachen und auch Bettlägerigkeit zum Beispiel über 3 Tage. Das ist für uns schon ein Kriterium. Also Mobilität wird eigentlich definiert als mindestens 6 Stunden am Tag. Ja, das schaffen wir zum Teil ja kaum. Gerade die Leute, die in OP sind, die haben noch mehr Probleme damit. Das ist eigentlich Mobilität. So ist es definiert. Und viele der Patienten, denken Sie mal, wir haben neben unserer Sprechstunde gerade die Pulmonologen, wie viele haben da ein COLD oder ein COPD oder haben hier ein Asthma bronchiale, immer rezidivierende Infekte, immer erhöhtes CRP, mal wieder ein paar Tage bettlägerig. Das sind Kandidaten, die gerne dann eben in so eine Gruppe reinfallen können. Und dann auch natürlich, wenn Schwellenneigungen entstehen, vor allem asymmetrisch, nicht ein Bein, also ein Bein, nicht zwei, dann haben wir natürlich schon einen Hinweis, schon mal im ersten Moment bis zur Abklärung erstmal von der Thrombose auszugehen. Entscheidend ist auch zum Beispiel, wenn wir auch Patienten haben, die zum Beispiel längere Zeit prolongiert niedermolekulares Heparin bekommen, prolongiert, die können auch unter Umständen eine HIT-2 bauen, also heparin-induzierte Thrombopenie Typ 2. Dann kommen auch Patienten zum Teil mit symmetrischer Schwellung von beiden Beinen bei Ihnen mal in der Sprechstunde vorbei und die haben auf beiden Seiten eine Thrombose. Das ist wirklich die Ausnahme, aber das zeigt dann eben auch eine andere Genese an. Ja, also es gibt schon ganz gute, sag ich mal, klinische Kriterien, relativ einfach abzuzählen und ja, und das kann man sich auch merken, hat man einen Scorewert über 2 oder unter 2 und dann sind Sie eigentlich schon recht gut platziert.
Und hier sehen Sie auch nochmal, wenn man dann in die weitere Diagnostik geht, das Problem ist, wenn wir den Verdacht auf eine Venenthrombose haben, das heißt, wir sind am Scorewert gerade an der Grenze, also nicht deutlich über 2, dann sind natürlich auch bildgebende Verfahren notwendig. Ne? Und dann ist es eben so, wenn die Wahrscheinlichkeit als nicht hoch eingeschätzt wird, dann wirklich einen funktionalen Test zu nehmen, und zwar D-Dimere. D-Dimere, was sagt das eigentlich? D-Dimere sagt uns eigentlich nur, die Gerinnung ist aktiviert. Aber sie sagt uns nicht den Grund der Aktivierung. Das ist ganz wichtig. Also wenn ich einen Schnupfen habe, habe ich auch erhöhte D-Dimere. Trotzdem habe ich keine Thrombose, ja? Oder muss mir gleich Heparin spritzen. Ja? Oder einer hat hier auch mal eine Diarrhoe auf der Reise für 2-3 Tage. Oder einer kommt aus der OP, hat eine große Schnittwunde, alles prima optimiert und operiert. Aber der hat auch erhöhte D-Dimere. Ja? Wenn Sie in die Hämatologie, Onkologie gehen, werden ungefähr 98% der Patienten D-Dimere haben und auf der Intensivstation auch. Das heißt, das zeigt nur an, die Gerinnung ist aktiviert. Erstmal nichts und nicht mehr. Für uns ist aber wichtig, wenn dieser Wert negativ ist, das heißt, der ist unter einem Schwellenwert, dann können wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine venöse Thromboembolie ausschließen. Dafür ist dieser Wert sehr geeignet. Das heißt, in den Grenzwertfällen, wo wir nicht genau wissen, ist es vielleicht doch eine Thrombose oder nicht und wir sind uns unsicher, da hilft uns dieser Wert weiter und deswegen ist er auch da einsetzbar. Und das andere ist natürlich, die Kompressionsultraschallsonographie hat die höchste, sagen wir mal, Sensitivität, das muss man schon sagen, vor allem wenn es auch kontrollierten Zentren ist. Und man sollte das, wenn man auch Bedenken hat, das ruhig mal nach einigen Tagen wiederholen. Aber dann sollte es aber auch vom Tisch sein. Das andere ist halt, dass man praktisch diese Infos kurz zusammenfassen kann. Es soll praktisch ein D-Dimer-Test erst nur nach vorheriger Einschätzung, und zwar bei einer Wahrscheinlichkeit, die nicht, sage ich mal, als sehr hoch gilt, eingesetzt werden. Sie können natürlich bei einem hohen Wert auch D-Dimer machen, aber das ändert nichts an der Therapie, weil Sie sich sicher sind, dass Sie eine Thrombose haben, eine venöse. Und wichtig ist halt die Ausschlusswahrscheinlichkeit, also der Negative Predictive Value, das Ausschließen einer venösen Thromboembolie. Deswegen ist dieser Test für uns so interessant, nicht zur Bestätigung einer Thrombose. Und wichtig ist halt, dass diese Sachen dann in der Strategie erfolgen sollten. Gut, kommen wir zur Lungenembolie. Meistens ist es ja so, wir kriegen auch die Information, naja, wir haben keine venöse Thrombose gefunden, aber eine Lungenembolie verdächtigen wir. Dann hat sich also schon die venöse Thrombose praktisch schon mobilisiert, ist praktisch nach oben gewandert. Das sieht man auch meistens, dass eben das eigentlich der Auslöser ist. Und hier haben wir eigentlich auch einen Weltscore. Das ist die Originalversion. Gut, wer das so etwas kompliziert machen will, kann das natürlich auch so machen. Aber auch hier gibt es eine vereinfachte Version. Die sind auch vor allem, und das ist für Sie wichtig, prospektiv geprüft worden. Das heißt, Sie haben Daten dafür, die Ihnen sagen, dass dieses Vorgehen sinnvoll ist. Und das ist, denke ich, auch das Gute, dass wir halt hier mit diesen vereinfachten Versionen auch arbeiten können. Und hier sehen Sie ganz schnell auch, also Herzfrequenzanstieg über 100 oder ein Schockindex, der plötzlich einsetzt, sind natürlich bis zum Ausschluss anderer Ursachen als möglicherweise Beweisen für eine Lungenembolie zu sehen. Wichtig ist auch die Assoziation mit eben den Tumoren, das heißt mit bösartigen Erkrankungen. Wir wissen einfach, um Ihnen das nochmal klar zu machen, jeder 7. Tumorpatient stirbt letztendlich an der Lungenembolie. Ja? Also noch nicht unbedingt an der Grunderkrankung. Ja? Das ist wirklich die Realität, obwohl wir schon heute sehr gut, sag ich mal, prädiktiert auch Thromboseprophylaxe machen nach dem Corana-Score und anderen Dingen. Das heißt, die Tumoren sind derart thrombogen, dass wir halt die auf jeden Fall auf dem Ticker haben müssen. Und dann können Sie natürlich auch wieder auch hier eine Einteilung machen. Gut, die ist natürlich ein bisschen komplexer, aber man kann natürlich auch diese ganzen klinischen Wahrscheinlichkeiten nur noch in 2 Gruppen einteilen, das also auch wieder vereinfachen. Und da sehen Sie halt hier, dass man praktisch bei einem Scorewert über 2, wenn der vereinfacht ist, schon hier mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Lungenembolie annehmen muss. Das ist, denke ich, schon mal sicher. Und dann haben Sie noch kein bildgebendes Verfahren gemacht. Das ist schon mal wichtig. Aber das muss natürlich dann auch folgen. Hier auch nochmal ein anderer Score. Sie sehen halt, wir haben auch andere Scores, die möglich sind. Das ist von den Schweizern, aber auch international auch gut dargelegt. Die machen eine Differenzierung bei der Herzfrequenz. Sie schauen auch nochmal nach der Lokalisation, wenn Beschwerden da sind. Das ist auch interessant. Das macht der andere Score nicht.
Hier ist der vereinfachte Score dann über 3 Punkten dann sicher positiv, also etwas anders gewichtet. Trotzdem, man kommt auch hier zum Ziel. Und für Sie bleibt dann praktisch eigentlich nur 2 Sachen übrig. Haben wir einen Patienten, der hemodynamisch stabil ist, das heißt, wo uns, sag ich mal, die Herzfrequenz nicht wegrauscht, um es mal einfach zu sagen. Das heißt, der eben halt hier auch noch bei normalem Puls und normaler Herzfrequenz trotz Lungenembolie bei Ihnen vor Ihnen ist. Oder haben Sie schon einen instabilen Patient, wo wir halt immer mehr Rechtsherzbelastung bekommen, der halt hier ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu sterben kann. Und das bedeutet halt hier, dass wir halt hier auch anders handeln müssen. Bei einem instabilen Lungenembolie, vor allem wenn vielleicht noch eine Synkope beobachtet wurde oder wir haben hier auch noch eine Reanimationssituation schon gehabt, dann müssen wir natürlich auch die Diagnostik forcieren bei vielleicht paralleler Therapie. Das heißt, wir brauchen hier als Golden Standard die computertomografische Pulmonalis-Angiografie, wenn sie vor Ort ist. Ansonsten sind diese Verfahren auch alternativ zulässig. Und was auch ganz wichtig ist, bei instabilen Patienten, wenn sich das bestätigt, steht natürlich eine Reperfusionstherapie an erster Stelle, das heißt eine Lysetherapie. Ja, also bei denen haben wir wirklich echte Kandidaten, wo wir nicht nur eine Antikoagulation anstreben, sondern auch eine Lysetherapie, die dann auch am besten davon profitieren. Und bei einem Verdacht, bei einer, sag ich mal, klinisch stabilen Situation sieht es anders aus. Wenn man auch hier wieder, sagen wir, in so einem mittleren oder niedrigen Risiko ist, ist auch der D-Dimer sinnvoll. Ja, hier haben wir Zeit, hier können wir das vielleicht auch uns nochmal anschauen, vielleicht auszuschließen. Sie wissen ja, es gibt ja auch andere Ursachen für derartige Phänomene. Und dann kommt erst eine weiterführende Diagnostik in Frage. Und hier, das ist auch jetzt neu in der Empfehlung und der Leitlinie von 2015, dass wir praktisch einen Score haben, der uns, sagt mal, etwas auch über die Schwere der Lungenembolie aussagt. Das hatten wir bisher nicht drin. Ja, das ist dieser PESI-Score, Pulmonary Embolism Severity Index, auch wieder simplifiziert, macht auch Sinn, wenn Sie sich anschauen. Ja, erinnert eher an die Steuererklärung als an einen einfachen Score. Das kann man vereinfachen und auch mit einfachen Scorepunkten setzen. Und das bedeutet für Sie aber auch wieder, dass Sie hiermit gut arbeiten können. Wie kann man das anwenden? Ganz einfach. Hätten Sie den Original-PESI-Score, könnten Sie halt hier, sag ich mal, Mortalität, Todesrisiko in Prozenten genau auf den Punkt bringen. In der akuten Situation ist das sicherlich nicht notwendig, aber hier hilft es uns schon zum Beispiel, wenn Sie so mal zum Beispiel einen haben mit einer stabilen Lungenembolie und der kommt in diesen Scorepunkt rein, dann ist die Letalität der ersten 30 Tage bei 1%. Das ist ja schon mal eine gewisse Entwarnung, auch für uns. Und wenn Sie aber in diesem Bereich sind, steigt das natürlich ganz stark an und Sie sind im zweistelligen Prozentbereich, dass Ihnen dieser Patient versterben kann. Das heißt also, hier haben wir sicherlich schon einen gewissen Handlungsdruck, auch schnell zu handeln und das nicht auf sich beruhen zu lassen. Und das alles mit klinischen Daten, ohne dass wir jetzt haben eine große Bildgebung, ohne D-Dimere, also das alles nicht hier notwendig. Gut, kurz die Zusammenfassung für diesen Block. Also wir können risikoadaptiert bei diesen Patienten starten, instabil nochmal Reperfusionstherapie. Das sollte auch nicht zu lange auf sich dauern. Zur Not auch mal einen Gerinnungshofdienst anrufen, irgendeiner wird schon rangehen, gar keine Frage. Stabil haben wir ein bisschen mehr Zeit. Hier reicht es meistens auch aus, eine Antikoagulation durchzuführen, darauf kommen wir noch. Meistens mit Noax jetzt auch kein Problem. Und das andere ist halt, wir sehen halt, dass halt diese Leute meistens auch, die stabil sind, in dieses Risiko hineinfallen, dass auch das Risiko für ein Rezidiv nicht unbedingt höher ist wie bei einer proximalen Beinvenenthrombose. Das ist auch mal wichtig. Also Lungenembolie ist nicht gleich Lungenembolie, das ist vielleicht die Aussage. Wir haben also eine unterschiedliche Wichtung. Und das ist auch ganz wichtig. Ich sag mal so locker 80-90% können Sie ambulant führen. Also das ist auch die Realität. Ausnahmen haben wir natürlich schon, klar. Denken wir auch mal gerade an die hämatologisch-onkologische Patientin oder auch an die Patienten mit Rezidiveingriffen. Das ist natürlich nochmal eine andere Situation, aber insgesamt lässt sich damit schon ganz gut arbeiten. Gut, Nachsorge. Ja, die Frage ist ja immer dann, wie geht es denn den Patienten? Wie lange willst du antikoagulieren? 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, dauerhaft, prolongiert, permanent, überhaupt aufhören, gar nichts mehr machen. Und da ist auch sicherlich ein Aspekt ganz wichtig.
Inwieweit, sag ich mal, ist hier praktisch der pulmonale Blutdruck verändert worden? Das heißt, haben wir hier Zeichen einer Rechtsherzbelastung, die persistieren? Das ist hiermit auch gemeint. Das heißt, wir haben halt hier zu prüfen, inwieweit diese Patienten beschwerdefrei sind. Also wenn zum Beispiel bei uns auch in den Rufdiensten oder auch ambulant Patienten kommen, die sagen, nach einem Jahr Lungenembolie, die schaffen immer noch nicht ihre erste Etage, ohne zwei, dreimal anhalten zu müssen, haben wir hier sicherlich einen Patienten, der halt hier eine entsprechende Schädigung des pulmonalen Systems erhalten hat. Und da ist natürlich auch eine Antikoagulation auch weiterzuführen und auch zu klären, ob man dem hier halt hier ja, Verbesserung bezüglich der Hämodynamik zukommen lassen kann. Also hier ist auf jeden Fall ein Pulmonologe mit ins Boot zu holen. Das ist ganz wichtig. Aber die Leute, die das, sage ich mal, keine Probleme haben, die klinisch wieder so hergestellt sind wie vor der Lungenembolie, da ist es sicherlich kein Problem, vor allem wenn die auch unprovoziert sind, die von der Antikoagulation wieder zu entlassen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass auch diese funktionale Testung, bevor man jetzt an Thrombophilie denkt oder auch andere familiäre Gefährdung und so weiter, auch eine große Rolle spielen. Also die Funktionalität nach einem solchen Ereignis zu prüfen, ist eigentlich wichtig. Gut, gehen wir nun jetzt mal rein. Antikoagulation gibt es ja schon lange. Hier ein bisschen eine kleine Liste. Für mich interessant, dass wir eigentlich den großen Durchbruch eigentlich so in den 80er, Anfang 90er Jahren hatten mit den niedermolekularen Heparinen, wo wir, sag ich mal, weg sind vom unfraktionierten Heparin und von der klassischen Sache immer nur mit Vitamin K-Antagonist zu beginnen. Dann kamen ja die anderen dazu. Ein Kandidat ist ja wieder vom Markt genommen worden und dann eben, sagen wir so 2008, der große Einstieg der direkten oralen Antikoagulantien oder der nicht Vitamin K-abhängigen oralen Antikoagulantien. Und das Besondere ist jetzt, ich hole mal hier die 10A-Hämmer heraus. Warum ist das so interessant? Wenn Sie, sagen wir, bisher antikoaguliert haben, haben Sie ja immer letztendlich Antithrombin gebraucht. Ja? Also alle Antikoagulantien, die wir meistens eingesetzt haben, waren indirekt wirkende. Also Heparin, unfraktioniertes, niedermolekulares, braucht Antithrombin, ja? Um Thrombinhemmung zu machen und 10A-Hemmung. Auch von der Parinux oder die anderen, auch Orgeran oder ähnliches. Das rauchen die nicht mehr. Die gehen direkt ins aktive Zentrum hinein und das ist, denke ich, auch ein Riesenfortschritt. Das heißt, wir haben direkt wirkende, selektiv wirkende 10A-Hämmer, die natürlich auch unterschiedlich stark wirken. Das sehen Sie hier auch in diesen Bindungskonstanten. Und das bedeutet halt, dass wir natürlich auch unterschiedliche Dosierungen haben. Ja, das ist ja auch klar. Und dann ist auch noch ein Aspekt, der für uns durchaus sehr interessant ist. Wenn sich mal ein Gerinnsel gebildet hat, können diese Substanzen trotzdem thrombusgebunden Faktor 10 noch irgendwo, der aktiviert ist, inhibieren. Das geht also. Also wir haben also hier noch eine Aktivität, wo ich bei den anderen indirekten Antikoagulanzien schon ein Problem habe, die überhaupt aufzubauen. Deswegen, also ich finde das auch, Sie gehen ja nachher ein noch auf die Prophylaxe. Ich sage mal, bei dem Eliquis Apixaban, sage ich mal, naja, eigentlich haben Sie 24 Stunden Zeit nach der OP mal nachzudenken, ob Sie irgendwann mal mit einer medikamentösen Thromboseprophylaxe anfangen. Das hatten wir früher mit den alten Substanzen nicht. Entweder musstest du dann einer gewissen Zeit starten oder du hast einen Punkt verpasst. Ja? Das ist jetzt sicherlich nicht mehr der Fall. Das ist sicherlich auch ein sehr interessanter Aspekt. Natürlich auch ein bisschen unterschiedlich bei den Substanzen ausgeprägt. Gut, und das ist aber trotzdem so neu nun auch wieder nicht. Gucken Sie sich mal die Pharmakokinetik an. Holen Sie sich mal ein niedermolekulares Heparin, was wir alle kennen, so nach 3-4 Stunden, irgendwo das Maximum, und dann fällt das wieder ab. Das heißt, wir haben sogenannte Impulsantikoagulanzien. Das sind auch die so NOACs genauso. Das heißt, die bauen Ihnen ein Maximum auf und bauen sich dann wieder ab. Und das ist natürlich schon ein Unterschied zum Vitamin-K-Antagonisten, den Sie geben, der eine dauerhafte Hemmung macht. Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen ist dieses Prinzip eigentlich von den niedermolekularen Heparinen durchaus übernommen worden, aber aufgrund eines anderen Wirkmechanismus. Und das ist vielleicht auch die gute Nachricht, die wir alle kennen, ohne dass wir jetzt zu sehr in die Tiefe gehen. Wenn wir die Blutungshäufigkeiten uns anschauen, gerade im Vergleich über eine längere Phase einer Antikoagulation, ist das Einblutungsrisiko intrazerebral doch fast um den Faktor 10 geringer bei NOACs, wenn man sie alle mal zusammennehmen würde, als zum Beispiel beim Vitamin-K-Antagonisten. Das heißt, wir haben also hier schon einen gewissen Vorteil bei gleicher Wirksamkeit. Und das ist sicherlich auch der Grund dafür, dass wir halt hier die NOACs auch mehr bekommen. Aber wenn es intrazerebral blutet,
darf ich Sie auch enttäuschen, geht es genauso schlecht aus wie beim Vitamin K-Antagonisten. Da sind die Unterschiede dann nicht mehr so groß, aber das Phänomen ist deutlich geringer. Also das hilft uns also schon in der Klinik und das ist sicherlich auch die gute Nachricht. Gehen wir mal auf die Indikationsspektren ein. Ich will ja vorwiegend auf die Therapie der tiefen Beinvenenthrombose und Lungenembolie eingehen. Das werden Sie auch gleich sehen. Wir haben ja auch bei einigen Präparaten die Möglichkeit, es prolongiert zu geben, also nicht nur für die akute Behandlung von 3, 6, 12 Monaten, dass wir halt hier doch eine ganze Reihe, sagen wir, Ergänzungen bekommen haben. Was allerdings hier noch natürlich fehlt, ist natürlich so eine internistische Prophylaxe und da haben wir bisher halt nur Negativsignale bekommen, zwar bei gleicher Wirksamkeit, aber beim höheren Blutungsrisiko, das muss man auch fairerweise sagen. Trotzdem, auch daran wird gearbeitet, vielleicht hier diese Indikation nochmal mit einem anderen Design moderater zu gestalten. Also ich denke, hier gibt es noch Möglichkeiten, auch diese Gruppe vielleicht dann NOACs in der Prophylaxe zukommen zu lassen, auch bei internistischen Patienten. Und das sind die Studiendesigns und das ist das, was vielleicht für Sie neu ist. Das kennen wir alle. Einer kommt rein, sage ich mal, wir haben die venöse Thromboembolie diagnostiziert, parenteral. Beginnen wir in der Regel niedermolekulares Heparin, bei einigen Patienten auch nur unfraktioniertes, in seltenen Fällen, aber kann durchaus auch eine Option sein. Und dann wird halt in der Regel nach dem 5. bis 12. Tag, sage ich mal, irgendwie der Vitamin-K-Antagonist angesetzt, sage ich mal, 6 Monate im Durchschnitt. Und dann haben wir halt hier Gruppen von zum Beispiel Dabigatran in der Recover 1 und 2 Studie und auch Edoxaban in der Hokusai-Studie, die das auch fordern. Und dann aber statt mit Warfarin eben mit Dabigatran oder Edoxaban weitermachen. Das heißt, wir haben also ein Switching zwischen den Substanzgruppen, wie wir es bisher kennen. Und das ist, denke ich, das Neue, dass das eben hier fürs Apixaban und fürs Rivaroxaban jetzt nicht mehr notwendig ist. Das heißt, wir können hier am Zeitpunkt des Datums der Thrombosediagnose sofort beginnen mit diesem NOAC, in dem Fall hier das Apixaban. Das Rivaroxaban natürlich mit unterschiedlichen Dosierungen, auch unterschiedlicher Länge. Und das ist sicherlich ganz neu, dass wir praktisch mit einer Substanz die ganze Therapie durchziehen. Wir müssen nur die Dosis anpassen. Anfangs wird es etwas mehr gegeben, auch wegen dem befürchteten Rezidivrisiko. Aber das ist sicherlich das Neue. Und das andere ist halt, wenn Sie mal in die Zulassungsstudien wieder hineinschauen, naja, ist das auch immer so gemacht worden? Und da holt uns natürlich auch wieder die Realität ein. Ist klar, beim Dabigatran müssen Sie es ja machen, beim Edoxaban auch. Aber selbst bei diesen Substanzen, wie bei Rivaroxaban und Apixaban, waren doch einige Patienten, wo das Lead-In, also die Ersttherapie, doch mit einem Heparin begonnen wurde und dann auch auf die Substanz übergegangen wurde. Das heißt, für Sie in der Praxis, selbst wenn Sie ein niedermolekulares Heparin zu Anfangs genommen hätten und wollen jetzt, sage ich mal, hier auf Apixaban oder Rivaroxaban überswitchen, wäre das auch kein Problem. Auch in den Zulassungsstudien ist das sogar erfolgt. Gut, das andere ist auch noch, was für uns noch wichtig ist, gibt es nun, sag ich mal, für Patienten, die, sag ich mal, jetzt rezidivierende venöse Thromboembolien haben. Also, sag ich mal, einer hat eine zweite proximale Thrombose oder hat jetzt eine Lungenembolie und eine Vieretagenthrombose, wo wir ja von den Leitlinien wissen, dass die ein sehr hohes prolongiertes Risiko aufbauen. Wir wissen gerade bei diesen Gruppen, wenn das unprovoziert passiert, also wir finden keinen Grund, wir finden, ein Tumor ist nicht zu erkennen, es war keine Operation, es war auch keine lange Flugreise von über 4 Stunden, dass diese Patienten sehr wohl davon profitieren können, längerfristig als vielleicht das eine Jahr, was man eventuell avisieren würde, zu profitieren. Und da gibt es schon Studien, ganz klar, Amplify Extend, hier die Einstein und auch Dabigatran, beim Edoxaban, beim Lixiana vermissen Sie solche Daten, also dort haben wir diese Daten im Moment nicht. Ja? Und hier ist es sehr schön, dass wir also praktisch im Anschluss bis 36 Monate vom Erstereignis oder vom Folgeereignis weiterführen können. Und da haben wir auch ganz gute Daten. Das ist für Sie vielleicht auch interessant, dass Sie sehen, zum Beispiel beim Apixaban haben wir hier die 2,5 Milligramm bei einem relativ geringen Blutungsrisiko, dass Sie nochmal ein Risiko gegen einer unbehandelten Gruppe, wo man das nicht durchführt, nochmal reduzieren können. Das hat ja auch zu einer erweiterten Zulassung geführt und das ist sicherlich auch die gute Nachricht und dass das Risiko auch für schwere Blutungen, wir geben ja eine Antikoagulanz, allerdings wieder auch in etwas niedriger Dosis, dann auch beherrschbar ist und auch nicht größer wird.
Genau im Gegenteil. Das ist also schon mal eine gute Nachricht. Und für Sie ist zum Beispiel für das Apixaban, wenn man das mal als Beispiel holt, Sie sehen Sie an der Anfangsphase, erste Woche 2 × 10 mg, dann 2 × 5 und nachher, wenn Sie über eine gewisse Zeit hinausgehen wollen, Sie können schon ab 6 Monaten auch diese Dosis avisieren. Und wenn Sie es längerfristig machen wollen, switchen können von der Dosis. Und das ist sicherlich, sag ich mal, ein einprägsames Prinzip, was auch eben mit guten Daten hinterlegt ist. Ja, noch ein paar Infos vielleicht allgemein. Was mache ich bei eingeschränkter Nierenfunktion? Das ist auch immer ein Thema, was uns ja betrifft. Sie wissen ja auch, das Bundesgesundheitsministerium macht ja diese Versorgungsstudien. Wir haben uns da auch mal mit eingeklinkt. Das ist immer ganz lustig sowas, aber die Ergebnisse sind natürlich nicht unbedingt so lustig. Ich sag mal, wenn Sie mal prüfen, die Patienten, die eigentlich eine Antikoagulation bedürfen, wo man weiß, dass eine Nierenfunktionseinschränkung vorliegen könnte, wie viel werden denn in der Realität geprüft? Ja, was würden Sie schätzen? Alle 100%? Ja, wäre natürlich gut. Ein Drittel. Ja, also bei 2/3 gehen wir blind rein in die Operation. Vielleicht haben wir ja auch noch Maßnahmen, auch vielleicht noch eine Anästhesie, die auch noch Leber und Niere noch belasten. Und dann weiter noch GFR, also Nierenfunktion verloren geht, also noch eine weitere Reduktion haben. Und das ist dann ein Blindflug, weil Sie wissen, die meisten Antikoagulanzien werden auch renal eliminiert. Nicht alles, aber vieles davon. Und das ist schon bei besten Risikopatienten schon zu berücksichtigen. Beim Apixaban mal hier speziell nochmal, Sie sehen, die Möglichkeit haben wir ja. Sie sehen ja, die niedrigste Dosis, diese 2 × 2,5 ist möglich. Und Sie sehen, welche Schwellenwerte wir noch arbeiten können. Und das ist schon interessant. Unter 15 ist aber auch hier Schluss, das muss man klar sagen. Gut, aber das ist dann auch schon ein präterminaler, niereninsuffizienter Patient, um das mal auch zu übersetzen. Hier ist die Frage, was wir überhaupt grundsätzlich an Antikoagulation noch anbieten. Aber Sie sehen, selbst bei diesen schwankenden Bereichen, wenn einer über 30, 40 ist und rutscht dann mal auch mal unter 30 ab, die ist dann noch führbar, ohne dass wir jetzt gleich wieder Antikoagulation umstellen müssen. Das ist sicherlich auch für uns von Vorteil. Das andere ist halt, man muss schon gelegentlich auch mal schauen, Substanzen werden auch über ähnliche Abbauwege abgebaut. Ja, Sie kennen hier die Zytochrom-Mechanismen, wir kennen auch hier PGP-Abbauwege, das heißt, das sind Transportmechanismen. Ich würde sagen, das ist, kann man ganz salopp sagen, das ist die BSR, ja, die wir brauchen, die unseren Müll halt wegtransportiert. Und leider haben wir aber viele Medikamente, die gleiche Wege nutzen. Problem ist halt nur, wenn wir diese Medikamente in großer Anzahl kombinieren oder addieren. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und deswegen finde ich das auch ganz gut hier auch gemacht. Die NOACs, die meisten, geben da schon klare Hinweise dafür, so auch hier beim Apixaban. Sie sehen zum Beispiel, gewisse Antimykotika können mal ein Problem werden. Also ein normaler Fußpilz, der dann mal behandelt wird für 2 Wochen, ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Aber wenn in dieser Zeit vielleicht eine Operation stattfindet und man weiß es nicht, dann hat man eine Substanz, die sich vielleicht vom Wirkspiegel aufbaut. Das möchte man vielleicht in der Phase nicht haben. Auch andere Dinge können da eine Rolle spielen. Die Kardiologen haben in den ESC-Guidelines eine ganze Liste von Antiarrhythmika, die das können, also nicht nur bei der Substanz, auch bei den anderen. Ich habe das mal für Sie kurz zusammengestellt, mal ganz exemplarisch, gucken Sie nur auf die Farben. Ja. Und was man sagen kann, beim Dabigatran sehen Sie halt gerade Nierenfunktionseinschränkungen. Sie sehen, ab 30 ist ja hier eigentlich Schluss. Das können wir schon gar nicht mal auf die Skala bringen, wie da also die Substanz, sag ich mal, sich anreichern kann. Beim Edoxaban hatten wir auch gedacht, dass das ein bisschen weniger ist, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also wir haben halt hier schon Kumulation bis auf den doppelten Wert, selbst bei einfachen Medikamenten. Beim Rivaroxaban auch für einige, nicht für alle. Und wir sehen ja beim Apixaban bis auf die Ketoconazole ist das relativ moderat. Das ist sicherlich mal eine gute Info. Das heißt, wenn Wechselwirkungen auftreten, sind die nicht so ausgeprägt. Ja? Das können Sie auch demnächst nachlesen, mal in der Hämostasologie. Das kommt im Oktober, das gesamte Heft raus. Für Sie vielleicht noch ganz wichtig, das kann man sich nicht alles merken, wir auch nicht. Das ist, kann sich keiner merken, das ist uns auch klar. Schauen Sie sich mal auf diese Portale an. Eins hat die Charité freigeschaltet, eins können sich das Kennwort persönlich schicken lassen und Sie können mal ganz schnell Ihre Medikation abfragen, ob es da ein Problem zu erwarten ist. Macht manchmal Sinn, vor allem wenn man vielleicht einen Patienten über eine längere Zeit betreut und weiß, der kommt wieder, muss vielleicht zum Rezidiveingriff, sind das schon wichtige Informationen. Das heißt, man kann da sich manchen Ärger vermeiden, schon im Vorfeld. Gut,
Das ist auch noch vielleicht ganz gut, gleichmäßige Einnahme, aber wenn es mal vergessen wird, okay, dann geht es halt im nächsten Rhythmus ganz normal weiter. Bedenken Sie, auch diese Substanzen natürlich nach 3-4 Stunden Maximum, eine Halbwertszeit ungefähr, sage ich mal, 12 Stunden, aber bis die komplett eliminiert ist, brauchen Sie 5 Halbwertszeiten. Also selbst wenn mal 1,5 Tage jetzt keine Substanzzufuhr wäre, wäre das kein Drama, nicht optimal, aber man kann das sicherlich korrigieren und die Patienten sagen, bitte wieder die normale Einnahme weiternehmen, wie bisher gewohnt. Ja, und das ist auch schon der Schluss. Ich sag mal, im Vergleich zu den herkömmlichen Antikoagulanzien haben die NOACs auf jeden Fall einen großen Anteil auch jetzt bei der Therapie der venösen Thromboembolien bekommen. Sie sind auf jeden Fall erste Wahl auch in den entsprechenden Leitlinien geworden, also alle ziehen da auch jetzt nach. Und wichtig ist auch ein einfacher Wechsel, Switching-Prozeduren, also wenn Sie ein niedermolekulares Heparin auf ein NOAC umstellen, in der Anfangsphase einer Therapie ist relativ unproblematisch. Zur perioperativen Situation ist es nochmal anders, da wird uns aber Martin Krebs noch einiges erzählen, da sollte man es vielleicht nicht so machen. Und wichtig ist unterschiedliche Dosierungen. Und die Strategien sind anders. Ja? Also das ist, denke ich, ganz wichtig. Also wenn Sie wechseln, dann bitte aber auch mit den Dosierungen, wie sie auch zugelassen sind. Und manche gibt man halt zweimal, eines zwei eben nur einmal. Und wichtig ist, die Dauermedikation ist für diese drei auf jeden Fall möglich, fürs Apixaban, Dabigatran und Rivaroxaban, weil die haben Daten dazu. Und das ist sicherlich auch eine gute Nachricht für uns, vor allem, wenn wir in die Klinik gehen. Dann